Herzlich willkommen zurück. Geil, dass du am Start bist. Zu einer erneuten Ausgabe der Gothic 2 Modifikation, die Rückkehr 1.15. Hier mit mir. Und heute Folge 200. Special, wer hätte es gedacht? Ich glaube, das ist jetzt offiziell mein längstes Einzelspieler-Let's Play. Ich hatte noch nie zuvor ein längeres Let's Play gehabt als dieses. Ich hatte zwar, Xeras Rückkehr war mit 182 oder 183 Videos auch schon sehr, sehr lang. Aber die Rückkehr überbietet das jetzt nochmal ordentlich. Von der reinen Spielzeit her, von der Spiellänge. Und ja, das ist natürlich relativ selten, dass man ein Let's Play wirklich so lange laufen lässt. Im Grunde ist es ja so, also ich hatte leider eine kleine Pause dazwischen drin gehabt. Das heißt, es ist natürlich sehr schade, dass ich dieses Projekt nicht an einem Stück wirklich täglich oder halt in regelmäßigen Abständen bringen konnte. Durch diese längere Pause, was bei Xeras Rückkehr nicht der Fall war. Da hatte ich es wirklich geschafft, 181 oder 183, 82, was weiß ich, wie viele Folgen, wirklich täglich zu bringen. Wirklich jeden Tag ein Video davon von diesem Projekt. Das habe ich zuvor auch noch nicht geschafft. Also, hier werden Rekorde gebrochen auf diesem Kanal. Das ist sehr, sehr selten. Ja, aber Folge 200, da ich jetzt specialmäßig nicht so weiß, was man jetzt machen könnte, hatte kurz überlegt, ob man die Facecam irgendwie ein bisschen special macht, dass ich mir hier in Ritterrüstung hinsetze oder was auch immer. Dachte ich mir dann aber so, das passt nicht so wirklich zu mir. Also werde ich es ganz klassisch machen. Wir werden heute die Eisdrachenjagd bestreiten, aber wir werden ein wenig Überlänge machen. Und das bedeutet natürlich mehr Content für euch. So. Und ich denke, damit können alle leben. Hoffentlich. So, Cypher ist nicht mehr hier. Cypher ist weg. Oder hat sich vielleicht einfach verdrückt. Aber das ist okay. Wir werden jetzt in die Eisregion gehen und dort gegen die Drachen kämpfen. Aber wer weiß, vielleicht sind ja nicht nur Drachen dort am Start, sondern auch andere Ungeheuer und böse Kreaturen. Das weiß man ja nicht. Wobei, warte mal, ich würde erstmal nochmal in die Gegend hier gucken mit dem Paladin Marcos. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Gib nochmal Erfahrungspunkte. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Okay. Cool. Na dann, möge er euch mal die Kraft geben. Jo, Talbin und Engrom, wir waren hier oben doch noch, ne? Weiß nicht, ich will denen auch nochmal einen kurzen Besuch abstatten. Guck mal, Engrom ist gar nicht mehr hier. Hey, du. Warum? Warum eigentlich nicht? Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet, der Mistkerl. Ich hatte eher den Eindruck, dass er gar nicht mehr von ihr weg wollte, bis die Orks wieder abgezogen sind. Ich sag ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Oh, übrigens. Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Er ist tot. Hier, ich habe deine Lurkerhaut bei ihm gefunden. Bei Inos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Ja, okay. Na dann, bringe ich dich mal schnell zum Pass. Aber danach, wir haben ja genug Zeit. Ich will die Folge ein bisschen länger machen. Danach gehen wir auf Drachenjagd. Aber dann haben wir die Quest hier auch mal abgeschlossen. Ich meine, es dürfte ja eigentlich alles safe sein.
Hier dürfte ja jetzt nichts mehr sein, was den noch irgendwie umbringen könnte, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Im Endeffekt könnte der mir auch genauso gut total egal sein, aber ich muss hier raus, gab's als Quest. Und deshalb, ah guck mal, da drüben sind noch Orks. Dann weiß ich ja, dass ich durch den Minenwald nochmal gehe, bevor ich, also ich nähere mich quasi von Nordwesten her, der Eisregion vom Norden, und dann gucken wir mal. Ich hoffe nur wirklich, dass hier alles tot ist, aber sollte eigentlich nichts mehr hier sein. Und die Drachenjäger sollten auch abgezogen sein. Der Eisdrache an sich sollte ja kein Problem sein zu töten und auch nicht die Eisgolems, weil der Feuersturm ist ein sehr mächtiger Zauber. Und ihr habt ja gesehen, was mit dem Felsendrachen passiert ist. Den habe ich einfach mit drei Feuerstößen, oder ja, nicht drei Feuerstößen, mit einigen Feuerstößen habe ich den ja komplett umgenietet. Also das war ja kein Problem. So, die hier stationierten Drachenjäger sind alle abgezogen. Stationiert, ey. Als ob die vom Reich hierher geschickt wurden, aber das ist ja völliger Schwachsinn. La 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 la. So. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, so muss man es den Biestern geben. Überlass das lieber den Profis, Mann. Du bist kein guter Jäger. Zumindest nicht, was Snapper angeht. Wo willst du hin? Bring mich über den Pass, bitte. Geh doch einfach durch. Ach komm, ich will die Quest zu Ende bringen. Ich danke dir. Wenn du rübergehst, folge ich dir einfach. Ich will die Quest jetzt einfach nur schnell abschließen. Deshalb machen wir das einfach mal fix, wie gesagt. Haben ja Zeit. Da 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 da. Aber warte mal, da könnte ich. Geht's, das macht's ein bisschen schneller. Ja moin. Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich danke dir für die Rettung. Hier, ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich denke, er wird dir noch nützlich sein. Ich vermute, es ist ein Runenstein. Möge Innos dich beschützen. Jo, dich auch. Aber lass dich bitte nicht direkt hinter der nächsten Ecke abschlachten. Wobei, eigentlich ist es mir völlig egal. Lass dich ruhig abschlachten. Das wäre eigentlich echt Wurst. So. Jetzt aber auf zur Drachenjagd. Jetzt geht's ab. Ja, wobei, wir haben ja schon drei Drachen erledigt, aber jetzt kommt der letzte. Der letzte Drache. Bin ich eigentlich im fünften Kapitel schon? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Hab das jetzt nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Spielt aber auch eigentlich gesagt keine Rolle. Habe ich noch einen Speedtrank? Das würde mich jetzt mal viel mehr interessieren. Ja, da habe ich noch ein paar. Die gönne ich mir. Ich habe das zwar schon in meinem Dunkle Geheimnisse-Let's Play gesagt, in der Aufnahme, die ich heute gemacht hatte, noch dafür. Aber Leute, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen kühler ist, bei mir sind es gerade 23, 24 Grad hier. Auch wenn es jetzt ein bisschen kühler geworden ist, vergesst trotzdem nicht zu trinken, Mann. Vergesst bitte nicht zu trinken. Das könnte unter Umständen echt problematisch werden. Weil wenn es dann nämlich übernächste Woche wieder noch wärmer wird, dann oder werden könnte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das Wetter wird. Ich hoffe nur nicht zu warm. Dann werdet ihr es bereuen. Genauso wie ich. Aber ich bin froh, dass ich dann meinen Turmventilator habe. Das Ding ist echt ein göttlicher Segen. Okay. Aber jetzt werden wir uns durch den Minenwald begeben. Dort haben wir noch einige Orks, die darum warten, abgeschlachtet zu werden. Dann ist meine nächste Station die
Die Höhle beim Wasserfall. Dort, wo die Drachenjäger im Normalfall sein sollten. Da will ich nochmal mit denen reden. Vielleicht bettelt ja der eine oder andere nochmal darum, unbedingt umgebracht zu werden. Demjenigen möchte ich den Wunsch natürlich erfüllen. Wobei, warte mal, das ist ja gar nicht in dem Spielstand hier. Ich bin ja dumm. In meinem Liver-Mod-Spielstand auf Twitch. Übrigens, folgt mir gerne auf Twitch, da streame ich momentan brutal aktiv. Dort in meinem Liver-Spielstand habe ich gerade, da spiele ich gerade einen Innos-Priester. Den spiele ich aber so radikal aus, dass jeder, der mich provoziert, wenn es nur die kleinste Provokation ist, der stirbt. Den bringe ich einfach um. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich Feuermagier bin und wenn Paladine oder Milizen in der Nähe sind, greifen diejenigen die Person auch an, die ich angreife. Das ist einfach so witzig. Das ist wirklich einfach so verdammt witzig, Mann. Ich habe den Paladin Oryk, oder Parseval, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber einen von beiden habe ich einfach umgebracht, weil er mir einfach forsch entgegenkam. Hab ich einfach getötet. Einfach so. Einfach umgebracht. So, der Minenwald über mir ist voller Orks. Den habe ich einfach umgestochen, das müsst ihr euch überlegen, ey. Ah, jetzt sind sie doch runtergefallen. So, den Ring des Leutnants, den will ich gerne mit. Oh, der hat's überlebt. Was? Er hat es wirklich überlebt. Nicht schlecht. Okay, hier komme ich wohl die Kante nicht hoch. Nee. Das ist wohl nicht drin. Aber was ist, wenn ich hier hochgehe? Ah, das ist drin. Ah, guck mal, hier haben wir ja sogar noch ein paar. Die haben es gar nicht mitgekriegt, dass ich ihre Brüder gerade hier unten abgeschlachtet habe. Brutal. Ihr seid zu viert, ne? Hä, ich wusste es, hinter Baum war noch einer versteckt. Okay. Da sind ja noch mehr Orks. Oh boy, das gibt Erfahrungspunkte, da freue ich mich. Ich werde gleich mal schauen, wie viel ich noch für ein Level abbrauche. Echt eine interessante Stationierung hier, gefällt mir. Diese dreisten Wichte wirklich noch versuchen wollten, eine Waffe zu ziehen. Ja, herzallerliebst. So, okay. Dann, ach, da drüben ist ein Bett, sehr gut. Da drüben ist ein Bett. Das gönne ich mir. Hello. Oh, hier war ich ja noch gar nicht, sehe ich gerade. Ein leichter Fisch. So. Wie viel der Ingame-Tag ist ein 423, alter Schwede. Das ist eine Weile. So, die Keks sind alle hier. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Alles klar. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Alle sind gerannt wie die Hasen. Unsicher zu machen. Na dann, viel Glück. Ich brauche kein Glück. Nur meine Axt. Ich eingezogen habe, Beppo. Genau das habe ich auch. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Loch. Okay, den Dialog kennt man. Nichts. Ah, hier ist Cypher jetzt. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir?
Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinnes zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Taifa hat sich dieser Bande jetzt angeschlossen. Interessant. Hey, du. Der war doch sturzbetrunken. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So, so. Natürlich kommt da niemand. Wenn ihr, während ihr jetzt hier noch Eier schaukelt, gehe ich mal den letzten Drachen holen. Viel Spaß euch noch. Wir sind hier in einem leeren Minental, weil ich hier schon alles zugewildert und zugewütet habe. Und nichts mehr als eine Schneise der Zerstörung und des Todes hinterlassen habe. Im Vergleich zur cooles Bild gerade. Im Vergleich zur Livere Edition wirkt das hier alles so trost und karg. Schon witzig. Hey, du Sektenspinner. Von euch weiß man auch nicht, was man halten soll. Geh woanders spazieren. Hier gibt es nichts. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. So wie du? Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, Silvio einfach zu töten. Mal gucken, was hier jetzt so an Viehzeug noch da ist. Nachgespawnt ist oder whatever. Hier ist tatsächlich nichts als Leere. Leere. Ehre. Heilwurzel. Roter Drachenjäger. Oh ja, hier haben wir noch mehr. Sehr schön. Dun dun. Oh. Oh, okay. Offensichtlich habe ich die schon mal aus dem Weg geräumt gehabt. In einem vorläufigen Besuch hier. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay. Du schuldest mir 1000 Goldstücke. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ach Gott, ich freue mich so sehr, diesen Keck zu töten. Diesen Trottel. Diesen Vollidioten. So, aber die Quest hatten wir erledigt gehabt. Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Aha. Ich will mein Geld jetzt. Weg mit der Magie. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Letzte Warnung. Weg mit der Magie. Von mir aus. Na dann los. Hopp, hopp. Ich hatte dich gewarnt.
verschmort mitten im Eis. Das ist schon übel eigentlich. Aber die beiden haben es ja nicht anders verdient. So, mit dem Feuersturm werde ich jetzt hier, glaube ich, eine Menge Spaß haben in dieser Region. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da relativ viel Spaß haben werde mit. So. Speichern das Ganze mal ab hier. Einer Feuersturm. Oh, das ist so schön. Er könnte sogar direkt daran sterben, ne? Ist das herrlich. Das ist so ein geiles Gefühl, Mann. Kaum Mana verbraucht. Einfach so ein geiles Gefühl, Mann. Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss tötet fast. Fast. Ich denke, das sollte nicht allzu lange dauern hier. Oh. Das hat ihm aber irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Er scheint ein bisschen stärker zu sein. Okay. Oh, tschüss. Wie er mich einfach weggekickt hat, Mann. So, da wird jetzt wohl die Verfolgung abgebrochen haben, oder? Ja. Interessant, aber der ist nicht direkt gestorben. Der hat noch ein bisschen länger durchgehalten. Äußerst faszinierend. Aber den hole ich mir natürlich trotzdem. Was soll das? Was soll der Geiz? Oh, das war ein Boss. Ah, ich verstehe. Ach, Octogorgon. Oh. Habe ich schon gewundert, warum der nicht gleich gestorben ist. Aber das macht jetzt natürlich Sinn. So. Das ist jetzt natürlich klar. Hier hinten liegt noch ein Golem beschwören. Ich nehme an, es könnte sich um einen Eisgolem drehen, den wir jetzt beschwören können dadurch. Sehr schön. Das ist einfach ein wunderbares Bild. Ein wunderbares Bild für die Götter. Boah, geil. Jetzt einfach da Feuerstürme rein und die kippen jetzt einfach alle um. Oh, ist das geil, Mann. So cool. Oh, jetzt habe ich keine Mana mehr. Na gut. So ein geiles Gefühl. Ich bin Level up. Na gut, brauchen wir noch knapp 26.000 Erfahrungspunkte. Das, ja. Könnte wohl noch etwas dauern. Ich glaube nicht, dass die hier reinkommen können. Nee, ich denke es wirklich nicht. So, wir haben den Schlüssel von Cliff bekommen. Der sollte jetzt hier irgendwo passen eigentlich. Hier sollte irgendwo eine Kiste sein, der Schlüssel passt. Im Haus des Reislords. Du findest die passende Truhe für den Schlüssel im Haus des Reislords. Ja, so. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind im Haus des Reislords. Aber eine Kiste sehe ich jetzt hier nicht. Naja, ist nicht schlimm. Da weg? Ne, ich denke nicht. Wir machen uns das einfach hier.
Vielleicht ist hier drüben noch irgendwo eine Kiste. Im Schnee. Nee. Sehe ich jetzt hier auch nicht. Kann ich da hochschießen? Boah, das sieht cool aus. Sieht so schön aus. Ich würde ja am liebsten einfach aus grafischen Gründen. Echt, oder ist die Kiste einfach nur super hart versteckt und ich sehe die nicht? Oder das Haus ist gar nicht das als Haus des Reislords gekennzeichnet, sondern vielleicht ist das oben irgendwo. Das Haus des Reislords, das kann natürlich auch sein. So, ich habe jetzt mal bis 80 nur bis zur Morgendämmerung geschlafen, einfach nur um zu sehen, wie die Lichtverhältnisse... Oh, ist das geil, Alter. Die Sonne geht da jetzt im Hintergrund auf und oh, das sieht so schön aus, Mann. Wunderschön. Jetzt die ersten Sonnenstrahlen quasi über die Wipfel scheinen. Das ehemalige neue Lager hier beleuchten. Einfach beautiful. Sieht einfach so schön aus, Mann. Das sieht so wunderschön aus, diese Lichtstimmung hier. Einfach mega geil. Trifft das? Ja. Trifft tatsächlich. Oh, ich sehe da hinten meinen Schatten, wie er was trinkt, Alter. Wie cool ist das denn bitte, ey? Oh Mann, es sieht so fucking schön aus. Es ist einfach wunderschön hier. Das neue Lager gefällt mir in der Version. Na, das ist jetzt gewastet gewesen. Mit dem Eis sieht das neue Lager so viel schöner aus als in normal in Gothic 1. Die normale Version vom neuen Lager in Gothic 1 gefällt mir halt gar nicht so richtig, wenn es um die Location geht. Aber in Gothic 2 in der Eisregion wunderschön. Einfach wunderschön, Mann. Oh, da oben sind noch Ork-Zelte, interessant. Ich glaube, hier gibt es eine Menge noch zu erkunden und zu töten. Also ich glaube, hier kommen wir nicht so schnell durch. Da hinten sind Haufen Ork-Zelte und eine Brücke. Also ich glaube, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Naja, da müssen wir dann hier rechts hoch. Aber der Eisdrache ist mein erstes Ziel. Da oben sind Orks auf jeden Fall. Dann, die haben hier sich wie so eine kleine Basis eingerichtet. Natürlich sehr interessant hier. Sehr interessante kleine Basis, die sich hier aufgebaut haben. So. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Oh ja, drei Dietriche. Die nehme ich auf jeden Fall immer gerne mit. Dietriche habe ich ja immer ganz gerne. So, vielleicht veröffentliche ich diese Folge auch als Premiere. Mal gucken. Vielleicht bietet sich das Datum an und ich habe Zeit, im Chat anwesend zu sein. Wer weiß das schon? Ah, die wollte ich treffen. Ach komm, weißt du was? Das ist immer ein Phänomen. Ich kann einfach nicht über diese Tücher weggehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sammeln hier die Erfahrungspunkte en masse. Weil das sagt man gar nicht so, oder? Oh, der brennt sogar. Was für ein Drawdle.
Weil, warte mal, hier sind so viele auf einem Haufen. Die kann ich doch alle zusammenziehen, oder? Oh ja, perfekt. Das ist einfach eine wunderschöne Symbiose des Todes. Liebe es. So macht's Farming auch Spaß. So, wenn ich jetzt mich hier ewig anstrengend durch alles durchkämpfen müsste, wäre es auch kein Spaß für mich so. Ach, der eine Wolf ist sogar gestorben, weil der zu nah an seinem Kumpel stand da. Na dann. Geht das ja. Ich glaube, hier habe ich auch gerade ein paar Orks gesehen. Da oben sind Orks. Hier, das hier finde ich ein bisschen seltsam. Hier haben wir ein bisschen so einen Abschnitt mit grünem Gras, was ich auch cool finde. Aber die sind nicht überall, diese Abschnitte. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man viel mehr machen können. Da hätte man echt viel mehr machen können. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Wir brauchen jetzt noch für ein Level up? Ja, jetzt nur noch 16.000. Vorhin waren es noch 26.000 vor 15 Minuten. So, also ich denke, den Finkrek sollte ich mit diesen Feuerstürmen ohne Probleme eigentlich platt machen. Der dürfte ein bisschen anfälliger dafür sein. Da werden wir mal gucken. Sekunde, habe ich das Auge Innos aufgeladen? Wie peinlich wäre das denn bitte? Ja, doch, habe ich. Sehr gut, das habe ich getan. Wir haben auch ein paar Kisten, also werden wir auch gut looten können. Warum störst du meine Ruhe? Ah, Mist, ich hätte vielleicht den Feuerring nutzen sollen. Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wer bist du? Ich bin Finkrek, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Ich hörte bereits von den Hallen Erdorats. Jetzt wird mir einiges klar. Und wenn schon, dann wissen wir dir kaum helfen können, kleiner Mensch. Das werden wir noch sehen. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Ah, shit, ich wollte das, genau das wollte ich verhindern. Ich will jetzt erstmal kurz zurück, dann töte ich die Eisgolems und dann lasse ich Feuer auf diesen Möchtegern Drachen regnen. So. Das war's jetzt mit diesen Golem-Dingern. Da, die sind ja nervig. Okay, jetzt baller ich so viel Feuer, wie ich nur kann, auf diesen bösen Drachenmann.
Dieser böse Knecht aus Eis und Hecht? Nee, keine Ahnung. Mal gucken. Ah ja, guck mal, easy game. Denn er ist besonders anfällig für Feuer. Ja, die Hälfte hat er mir trotzdem abgezogen. 10 Mana, 10 Lebensenergie, 3 Schutzwerten und 5 Lernpunkte. So lob ich mir das. So, das speichern wir erstmal ab. Und zock mir jetzt mal hier hinten geilen Schätze. Die Orks über mir, ey. Euch statte ich auch gleich noch einen Besuch ab, keine Sorge. Nehmen wir erstmal ein Drachenei. Nordische Axt. Glaube ich zumindest gerade, dass ich das gelesen habe. Sturmbringer, Lederbeutel, eine Steintafel ist natürlich sehr geil. Lederbeutel. Okay, cool. Da hinten liegt noch eine Schriftrolle, die hole ich mir, und die Kiste, die da hinten noch stand. Auf der anderen Seite. Da hinten, oben ist noch eine Kiste. Die ist so offensichtlich dorthin platziert, die kann man gar nicht übersehen. Das ist praktisch unmöglich. Da frage ich mich, wie die da hingekommen ist. Müsste die nicht auch unter... Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Interessant, eine Truhe, zu der ich noch einen Schlüssel benötige. Gut, es kann möglich sein, dass ich die oben bei den Orks noch finde. Diesen Schlüssel, aber das weiß ich noch nicht so genau. So, dann bis zum nächsten Morgen mal. Und jetzt statten wir den Orks mal über mir einen Besuch ab. Wenn das jetzt hier eine reguläre Folge wäre, hätte ich gesagt, okay, ich danke fürs Zusehen. Guck mal, diese Axt macht 215 Schaden. Hat aber einen unfassbar geringeren Radius. Viel geringer, um genau zu sein. Wäre viel zu schlecht. Das kann ich gar nicht so zulassen. Geht nicht. So, also ziehe ich mir jetzt mal statt dem Auge Innos. Ankus Amulett wäre eigentlich schon die geilste Alternative eigentlich. 5 Stärke, 5 Mana, 40 Leben ist schon echt geil. 36 Lernpunkte verfügen wir jetzt. Gucken wir mal, in was wir das dann investieren. Ob in Mana, in den magischen Kreis etc. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall geht es erstmal entspannt auf Orkjagd. Ich sag entspannt auf Orkjagd, weil die Orks mir ja nichts tun. Lachtaxt. Hier haben wir noch eine Rune, die gucke ich mir gleich an. So, aber erstmal bringe ich euch alle um. Oha. Wie er noch versucht hat, einen Schuss auf mich abzusetzen, der kleine Wurm. Kleine Ork-Made. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da oben finden werden. Vor allem bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir noch bis zur freien Mine kommen. Das fände ich aber cool. Das würde ich wirklich echt cool finden. Wenn wir jetzt bis zur freien Mine kommen würden. Wenn die da irgendwas reingemoddet haben. Das fände ich tatsächlich sehr cool. Da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch weitere Wege. Guck erstmal hier. Ah ja gut, hier kann man nur von der anderen Seite hochkommen. Was ist denn für eine Hütte? Die ist ja super weird. Auf jeden Fall sind da zwei Kisten drin. Rechts, rechts, links, links, links. Rechts, rechts, links, 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 links. Rechts, rechts, links, 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 links.
Naja, Untote vernichten, ein bisschen Gold. Das kann man ja immer mal gebrauchen. Ah, das ist dieselbe Kombination wie gerade eben. Es ist exakt dieselbe Truhe, die ist einfach nur gedoppelt worden. Wurde hier dupliziert platziert. Was haben wir hier hinten? Hier haben wir noch ein paar Eiswölfe. Ah ne, das ist ein Boss tatsächlich. Opala. Wieder ein Heldenbonus, Mann. Ich würde so gerne mal wissen, wie viele Bossmonster ich schon umgenietet habe. Wie viele Heldenboni ich schon bekommen habe. Alleine nur die reine Zahl an Heldenboni, die ich erhalten habe, würde ich gerne mal wissen. Finde ich wirklich sehr spannend. Oh, hier ist noch ein Heiltrank. Cool. Ach, jetzt habe ich nicht mehr genug Mana, ey. Ein Echsenmensch, der ist ja sehr verwirrt. Sehr schön. Dann haben wir hier ordentlich Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes, Feuer unter den Arsch gemacht. Wirklich sehr optimales. So, aber jetzt will ich wissen, was da in dieser Richtung liegt. Was haben die Orks dort aufgebaut oder was verbergen die dort hinten? Eine weitere Orkstadt vielleicht? Haben die freie Mine besetzt? Ich bin echt gespannt. Das sage ich nicht wirklich sehr oft bei der Mod, aber hier in dem Fall muss ich es wirklich mal sagen, dass ich echt gespannt bin und wissen will, was es hier hinten noch so gibt. Darf ich dann jetzt mal... Danke. Da oben haben sie eine kleine Festung gebaut, tatsächlich. Palisade. Zäher Hund. Aber ich habe ihn geschlagen. Der einzelnen Orks, das lohnt sich gar nicht. Oha, jetzt geht's ab. Alter, der Feuersturm. Bruder, der ist ja so fucking mächtig, Mann. Der ist mindestens genauso mächtig wie die Todeswelle. Apropos Todeswelle. Sollte ich vielleicht jetzt mal einsetzen, mal gucken, was passiert. Gott. Jetzt bin ich aber gespannt, wie viele ich jetzt hier umgenietet habe. Oh ja, das war ein Ei. Ja, mit seiner Armbrust schießt er einfach auf mich. So, ich schaue nochmal, ob die hier irgendwelche Namen haben oder so. Falls ja, ist es natürlich doof, wenn ich vielleicht hier mir jetzt ein paar Quests verbaue, aber ganz ehrlich, ist mir eigentlich völlig egal. So. Orkschamane. Orkschamane, Orkschamane, Urukai-Elite. Ihr wisst ja, was ich vom Grinding halte. Hat er gerade seinen Ork-Kollegen da gehauen? Oh. Scheiße! Ja, das Feuer. Das Feuer. Das hat jetzt geschmerzt. Oh. Ah ja, die können natürlich durch den Holzwald durchschießen. Die Schamanen sind jetzt natürlich sehr ungeil, muss ich sagen. Aber Orks sind meine Feinde. Daher werde ich hier auch diese... Sind sie da wieder ganz entspannt an mir im Feuer, als ob nichts gewesen wäre. Interessant. Wie schaffe ich es, alle drei Schamanen gleichzeitig zu töten? Probier es mal von hier aus. Das war knapp. Das hätte auch durchaus ins Auge gehen können.
So, die Schamanen wollte ich plündern, die plündere ich immer. Guck mal, hier haben wir sogar noch einen Leutnant. Gibt mir noch einen tollen Ring. Die hier hinten, die Jungs in den Zelten, die haben es gar nicht gerallt. Oder die denken sich so, ey Mann, ich habe nichts gesehen. Oben der Armbrustschütze ist anscheinend auch tot. So. Ja, mal gespannt. Oh, hier sind auch Schamanen gewesen, die hier auf der anderen Seite standen. Einige sogar. Interessant. Ich wüsste zu gern, wie viele Orks und vor allem, wie viele Schamanen ich umgenietet habe. Wobei eigentlich nur die Frage, wie viele Orks ich getötet habe, mir eigentlich schon völlig reichen würde. Guck mal, da geht's durch so einen komischen Gang. Na, den gucken wir uns doch jetzt mal an. Folge 200, Special-Folge. Entschuldigung. Dankeschön, wollte ich sagen. Hier kommen wir offensichtlich in eine extra Spielwelt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Tatsächlich kommen wir hier in die freie Mine wieder zurück. Das ist ja krass. Das ist sehr interessant. Guckt es euch an. Wir haben hier quasi ein zweites Ork-Gebiet nochmal hochgezogen. Wie hast du das überlebt, Mann? Okay. Ich würde jetzt nochmal ein paar schöne XP-Punkte geben hier. Wir jetzt einfach mal schön durchfarmen. Eine Kiste, die nicht abgeschlossen ist. 10 Erzbrocken, Mensch. Das ist aber gar nicht so ungeil. Die kann ich bei Oryk abgeben. So, wie gesagt, ich trinke jetzt mal ein paar Tränke, anstatt hier die ganze Zeit zu schlafen, weil ich will die Tränke auch irgendwann mal loswerden, früher oder später. Ihr werdet mir das nachsehen. Ah, guck mal, hier ist sogar ein Schamane. Wesen. Bevor ich in die freie Mine selber gehe, gucke ich mich erstmal hier oben um. Die haben hier... Da ist es nur ein extra Zugang. Kann auch nur ein extra Zugang sein. Gegner getötet. Oh, hi. Scheiße, wo geht's denn hier noch lang, Alter? Ja, unnormal, ey. Wie viel hier einfach noch ist. Okay, ich kletter mal hoch auf den Turm und dann lege ich mich doch mal schlafen. Holy shit. Ey. Na gut, wenn ich nicht hochkommen darfst, dann musst du eben runterkommen. Ja, ich hätte es auch im Fern 1 gegen 1 gegen dich ausgetragen, aber so. Offensichtlich wollte das ja nicht anders. Tschüss. Weg war's. So. Bevor ich mir die Mine angucke, gucke ich mich erstmal hier unten um. Achso, die sind alle schon direkt damit draufgegangen. Was haben wir denn hier? Ich dachte gerade, das sah gerade aus wie so ein spezieller Höhleneingang nochmal, aber... Ja, nur eine kleine Nische gewesen. Okay, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, was wir hier in der freien Mine haben.
Orks, was für ein Wunder. Wer hätte es gedacht? Bevor ich die alle umniete, gucke ich mir erstmal an, ob irgendwelche von den Namen haben. Mit denen ich vielleicht sprechen kann. Falls nicht, werde ich sie definitiv alle töten. Kann man irgendwie lang? Oh, das ist jetzt schlecht. Hoffentlich falle ich jetzt nicht runter. Ich bin gefangen. Ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich mal kurz mich hier befreie. Aus den Fängen des Bugs. So. Was haben wir denn hier? Unsichtbare Wände. Ich bin schon wieder gefangen. Und wieder gefangen. So. Was haben wir denn hier? Alter. Bäume. Machen es mir nicht gerade einfach, muss ich mal sagen. Komm hier irgendwie nicht klar mit dieser kleinen, engen, verwucherten, verwilderten Gegend hier. Ich weiß gar nicht mehr, war ich bei Constantino in der Lehre? Auf jeden Fall ein Elixier des Lebens, das ist sehr cool. Und ein Amulett. Ich weiß gar nicht, ob wir bei Constantino in der Lehre waren. Dann können wir dem nämlich die Tränke, die Pilze verkaufen und so. So. Ja, naja, ich denke nicht, dass hier irgendeiner einen Namen hat. Das werden einfach nur irgendwelche Grinding-Orks sein. Ich frage mich ja, ob man in die Mine reinkommt. Das wäre ja mal cool. Bevor ich das rausfinde, bringe ich hier aber erstmal alle um. Könnte es durchaus als radikalen Spielstil bezeichnen. Würde ich auch. Ist es auch. Boah, jetzt kommen sie alle runtergeflogen, ja. Ja, jetzt muss ich mit dem Nahkampf. Aber das sollte ich eigentlich schaffen. Wir sind ja alle schon vorgehittet. Oh, warte mal, da kommen jetzt ein paar mehr. Ich sehe nichts. Als ob ich das überlebt hab. Oh! Oh, 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 oh Gott! Oh mein Gott, Mama! Alter, wie viel Lebensenergie habe ich denn jetzt noch, bitte? Wie viel Lebensenergie habe ich denn jetzt noch, bitte? 2. Ich habe 2 Lebensenergiepunkte. Alter. Holy shit. 2. Ich habe 2 Lebensenergiepunkte. Ich krieg einen Anfall, Mann. Ach du Heilige. Das war so knapp. Ich wollte eigentlich schon neu laden wieder direkt, aber... Holy shit. 2 ist echt dünn. Zwei ist verdammt dünn. Eieiei. Das waren mir dann doch ein paar zu viele. Muss ich zugebend eingestehen. Wo habe ich denn mein Blauflieder? Also erstmal trinke ich den hier. Ah, hier habe ich Blauflieder. So. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier irgendwo ein Bett ist. Die meisten sollten doch jetzt eigentlich tot sein. Oh! War knapp. Oha, Bruder. Knapp, das war.
natürlich nicht so ungefährlich hier mit den Armbrustschützen. Sind auch zwei Schützen nochmal. Jetzt halt auch ein bisschen konzentrieren hier. Nun. Wohl an. Dann ziehe ich mir doch mal ein paar Tränke jetzt rein. Gar nicht so ungefährlich. Mit den ganzen Armbrustschützen auch. Das ist schon happig. Gehe ich lieber auf Nummer sicher. Bei den Schützen da oben, die könnten mir ungemütlich werden. Na gut. Mist. Warum schießt du denn nicht da hoch, Mann? Oh, ist direkt einer runtergefallen. Der ist auch runtergefallen, sehr gut. Immer dieses Ausgeweichen bei den Orks, das ist so nervig. Da kämpfe ich. Wie der da hinten die Leiter runterklettert. Das habe ich. Ey, dass Orks überhaupt eine Kletteranimation für Leitern haben, wusste ich gar nicht. Das wusste ich einfach überhaupt gar nicht, Mann. Wie geil ist das denn bitte? Der hat einen Schlüssel dabei. Hier ist eine Kiste. Oh, 50 Erz. Mist, da war ein Trank, den ich jetzt übersehen habe, weil ich zu schnell gelootet habe. Egal. Oh mein Gott. Er hat irgendeinen Trank hier. Ungefährlicher orkischer Trank. Achso, nee, das ist nur... Den hatte ich schon bekommen. Der mir einfach 20 Mana abzieht. Wie sinnlos ist der bitte? Ob ich die da oben echt getötet habe? So, die Befreiung der freien Mine. Damals von Gardisten, diesmal von Orks. Okay, sehr schön. Guck mal, aber sogar ein Bett, da lege ich mich direkt mal rein. Sieht sogar verhältnismäßig weich aus. Okay. Na dann, ich würde sagen, wir haben hier gute Arbeit geleistet. Ich guck mal kurz. Rechts, rechts, links. Ja, 250 Goldstücke. Die Orks haben offensichtlich immer mal Gold dabei. Interessant. Was denkt ihr? Werden Goldstücke bei Orks auch als Zahlungsmittel durchgehen? Ich weiß es nicht. Oder handeln die mit anderen Dingen? Handeln die überhaupt? Oder nehmen die sich einfach gegenseitig weg? Kann ich mir eher vorstellen. Könnte aber auch sein, dass der Schlüssel zu dieser Tür hier passt. So, wir können offensichtlich die Winde betätigen. Das heißt, wir können auch offensichtlich in die ehemalige freie Mine. Das ist gut. Sehr gut ist das. Ich gucke jetzt nämlich nochmal kurz hier um. Oh, da ist eine versteckte Kiste. Links, links, links. Links, links. Links, 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 rechts. Ah, das ist so eine linke Truhe. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Oh, 100, wegen 125 Goldstücken habe ich hier zwei Dietriche verloren. Naja. Ob sich das gelohnt hat, ich weiß ja nicht. Links, 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 rechts, rechts.
Ja. Seht ihr es? Ich sammle immer weiter immer mehr Tränke ein, als dass ich die ausgebe. Oder halt konsumiere. So, hier haben wir ein paar Schamanen. Die sollte ich auf jeden Fall nicht einfach so hier liegen lassen. Oh, guck mal, wir haben auch eine kleine Truhe. Links, links, rechts. Links, links, rechts, links. Links, links, rechts, links, rechts. So, hier. Hier seht ihr das Gitter, was unten den Eingang zur Mine blockiert hat. Gerade ist jetzt hier durchgewachsen einfach. Okay, ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge mal hier in die freie Mine gehen und mal gucken, was hier so abgeht oder nicht abgeht. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bleibt gesund, folgt mir gerne auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Lasst hier gerne ein Abo da, ich würde mich sehr freuen und eine Bewertung. Haut rein, macht's gut. Ciao, das war's mit Folge 200. Vielen Dank fürs Zusehen.